Ein mit unserem Jingle, wenn ich schaffe es zu starten. So. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz recht herzlich im Namen der ganzen Vorbereitungsgruppe. Mein Name ist Jörg Lohrer. Ich arbeite bei RPI Virtuell, der religionspädagogischen Internetplattform. Und wir unterstützen auch diesen Open Rallye-Kurs und wagen mit euch gemeinsam dieses Experiment der Online-Bildung, die es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in der Religionspädagogik sowieso so noch nicht gegeben hat. Und deshalb ist für uns auch alles heute hier das erste Mal und in vielen Werkzeugen und Events, die wir geplant haben, werden wir selber auch tastend unterwegs sein. Von dem her sind wir alle gemeinsam hier Lernende in diesem Kurs. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt den Chat nutzen und Reinhard Weber wird euch gleich auch vorstellen, wie das hier alles in diesem Adobe Connect Raum funktioniert und wie wir jetzt miteinander die nächste Stunde verbringen werden. Viel Spaß. Ja, hallo alle miteinander. Mein Name ist Reinhard Weber. Ich bin Religionslehrer an der HTL Mödling, einer technischen Schule in Österreich und auch Hochschullehrer an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems und hier in der Fortbildung für Religionslehrer tätig. Ein paar Worte zu Adobe Connect. Ihr seht ganz oben so eine Symbolleiste, wo ihr ein Lautsprechersymbol seht und ein Mikrofonsymbol und ein Kamerasymbol, und mit draufklicken auf diese Symbole kann man das aktivieren. Ja? Wobei, nachdem wir so viele Leute sind, sind mal wir Gastgeber zu sehen und zu hören. Und ganz rechts gibt es so ein Symbol, wo ein Maxl aufzeigt. Ja? Und wenn ihr da das Dropdown-Menü mittels kleinem Dreieck anklickt, könnt ihr sagen aufzeigen. Dann kriegen wir eine Nachricht und können euch auch das Mikrofon und wenn ihr wollt, auch die Kamera freischalten, sodass ihr effektiv auch reden könnt. Für die etwas Schüchteren ist natürlich der Chat auch immer eine Möglichkeit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und so weiter. Ich lade euch ein, dass wir uns insofern mal so ein bisschen vorstellen, dass wir einander zeigen, wo wir denn alle herkommen. Zu dem Zweck blende ich jetzt eine interaktive Landkarte aus. Ah, ein, ich blende, Moment, jetzt habe ich das Falsche ausgeblendet, nämlich unseren Video. Ja. Nee, das war der Chat, den ich ausgeblendet habe. Moment, sorry. Wir wollen natürlich zeigen, dass Fehler machen voll okay ist bei unserem Kurs und dass nichts perfekt ist. Ja. Also für alle, die glauben, das war jetzt eine Panne, das ist natürlich voll geplant. Und jetzt mache ich die Freigabe dieser Mappe und ziehe sie gleich mal hinein in unseren. Ja, die hat den kleinen Schönheitsfehler, dass sich jeder selbst hineinzoomen muss. Aber hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, mal euch auf Europa und euer Land hinzuzoomen. Und mittels der kleinen Marke links oben zu kennzeichnen, wo kommt ihr her und euren Namen dazu zu schreiben. So können wir dann alle sehen, wo wir denn so alle zu Hause sind und kriegen ein bisschen ein buntes Bild, wer woher kommt. Man muss das festhalten und dann loslassen. Genau. Hallo auch an die neuen Gäste. Wir machen gerade ein kleines Kennenlernspielchen und ihr müsst euch in diese Landkarte hineinzoomen. Das kann jeder ganz individuell steuern und könnt diesen Marker, bei mir ist er lila, ich weiß nicht, ob er überall so ist, nehmen und hineinziehen mit der Maus an die Stelle, wo ihr beheimatet seid. Und so können wir ein bisschen sehen, wer woher kommt. Und ich sehe, Karin Bauer ist noch südlicher als ich. Herzlich willkommen.
Faszinierend, wie hier in Sekundenschnelle ein Bild entsteht mit mittlerweile schon 20, 30 Punkten drauf. Deutschland, Man Österreich, sieht Schweiz. echt toll verteilt, ja. Luxemburg, Jean-Louis ist auch dabei. Hallo, Jean-Louis. Wow. Okay, bewegt sich noch was? Oder ich glaube schon langsam. Kannst du noch mal genauer erklären für diejenigen, die es noch nicht ganz gerafft Ja, haben, also für die, wie die neu dazugekommen sind, ihr seht diese Landkarte, die leider mehr oder weniger eine halbe Weltkarte zumindest darstellt. Ihr müsst euch da hineinzoomen nach Europa. Man kann das nur individuell steuern. Und dann seht ihr so einen lila Marker, den ihr mit der Maus festhalten könnt und an die Stelle hineinziehen könnt, wo ihr beheimatet seid. Und so können wir dann mitverfolgen, wo ihr herkommt. Hallo Reinhard Kirste, dich mache ich auch gleich zum Moderator. Reinhard ist einer aus dem Vorbereitungsteam. Du siehst eine Landkarte und wenn du dich hineinzoomst, dann ist es vielleicht so sichtbar, dass man auch was damit anfangen kann. Und wenn du den lila Marker an den Ort ziehst, wo du herkommst, Reinhard, dann können wir das alles sehen. Der nördlichste Punkt liegt also in Bremen, der südlichste in der Nähe von Graz. Und wir sind bei Luxemburg und Fast an der tschechischen Grenze Glasbach. drüben. Ja. Ja. Und Ungarn lese ich da gerade. Ja, sehr cool. Wobei der Ulrich eine Adresse hat in Österreich wahrscheinlich. Schön, der aktuelle Teilnehmendenstand, ich habe vorhin noch mal reingeschaut, liegt heute bei 192 Teilnehmenden. Vielleicht werden es noch ein paar mehr über die nächsten Wochen. Unser Kurs ist ja so offen, dass man auch später dazu stoßen kann. Und ja, gut. Ein Viertel davon, nämlich schon über 50 Leute, sind heute Abend hier miteinander versammelt. Zu Absolut toll. diesem MOOC. Dann würde ich sagen, wer noch an der Landkarte weiterklicken will, kann das noch tun. Und du, Reinhard, stellst uns vor, was wir überhaupt uns unter einem MOOC vorstellen können und wie Ja, dieser spezielle MOOC hier Open Rally konzipiert ist. dann blende ich die Landkarte mal kurz aus, weil ich möchte das anhand eines Bildes dann beschreiben. Ja? Oder ich lasse noch ein bisschen und sage vorher ein bisschen was. Und so ein Ding nennt man einen MOOC, also einen Massive Open Online Kurs. Online ist eh klar, das sind wir jetzt alle, das brauche ich nicht näher erklären. Offenheit, jeder heißt, jeder kann jederzeit einfach mitmachen, auch in dem Maße, wie er halt möchte und sich beteiligen möchte. Und Kurs, naja, es ist ein Kurs der speziellen Art, ja, also nicht so klassisch eine Vorlesung einfach online oder so, wie man es aus dem Schulfernsehen kennt, sondern ein bisschen ein Kurs der anderen Art und da blende ich jetzt noch was Neues hinein, ein neues Bild. Seht es gleich. Ich gebe es mal so rein, dann können die anderen vielleicht weiterarbeiten, weiß ich nicht, ob das geht. Ja, ich habe im Titel auch gleich hineingeschrieben, von wem das stammt, um die Quelle deutlich zu machen. Ich habe mir gedacht, dann nehmen wir doch gleich ein biblisches Motiv her, ja. Ich glaube, so ein
Unser MOOC oder unser Kursart hat viel etwas mit einem Töpferworkshop zu tun. Wir sind also jetzt nicht so im Fernsehen, wo man vielleicht eine Sendung sieht, wie geht Töpfern und das war's dann, sondern Open Rally bietet so ähnlich, wie man es von dem Töpferworkshop erwarten würde, einen Raum an, vielleicht sowas wie eine Töpferscheibe, Material, Ton und natürlich auch Profis, die etwas vorzeigen und erklären, wie man es machen kann. Und die vielleicht auch ein paar Impulse und Ideen geben, was man denn an so einer Töpferscheibe fabrizieren könnte. Das Eigentliche aber an unserer Art des Kurses ist das Werkstück der Teilnehmer. Oder wir sagen ja eigentlich besser Teilgeber und Teilgeberinnen, weil es bei uns keine Leute geben soll, die nur nehmen und nicht geben. Ja, hier ist die einzigartige Gelegenheit, dass wir zusammenarbeiten und einander Anteil geben an dem, was wir machen. Das heißt, bei unserem Workshop ist es auch erlaubt, gemeinsam etwas zu machen. Also wenn wir bei dem Töpferbild bleiben, gemeinsam etwas zu bemalen, zu verzieren oder vielleicht sogar eine eigene Kreationlinie rauszugeben. Und man kann natürlich auch eine Tauschbörse machen, so wie wir es bei diesem Marktbild hier auch ein bisschen sehen. Wenn ich das jetzt übertrage auf die Open Rally-Ebene, wir Veranstalter bieten so etwas wie einen Rahmen, der dazu dienen soll, dass wir miteinander ins Werken kommen können. Ich blende jetzt ein neues Bild ein, wenn sich das ausblenden lässt. Okay, mache ich so. Hey, das Teil lässt sich nicht wegschieben. Gut, ich schiebe es in den Moderatorenbereich. Futsch ist es. Und zwar zeige ich euch jetzt eine Überblicksgrafik, wie Open Rally tickt. Mach das auch gleich ein bisschen größer. Das ist jetzt für euch ein bisschen klein. Wenn ihr auf Vollbild klickt, das kann jeder für sich selbst machen, dann seht ihr das Ganze auch ein bisschen größer. Auf der Open Rally-Ebene, also wir Veranstalter, wir Gastgeber bieten einen Rahmen, der hilft, um miteinander ins Tun, ins Werken, ins Zusammenarbeiten, ins Vernetzen hineinzukommen. Wir bieten einen Plan. Das heißt, es wird sowas wie Vorträge geben, wir werden immer wieder Impulse geben, wir werden auch Online-Quellen vorstellen, wir werden versuchen, eine Wochenzusammenfassung jeweils zu geben in einem Newsletter und natürlich gibt es auch vielfältige Hilfsangebote, aber dazu später. Aber, weil auch ihr Teilgeberinnen seid, kann auch jeder etwas selbst präsentieren, nicht nur wir, oder selbst etwas empfehlen. Oder selbst einen Vortrag halten. Deshalb halten wir auch unser Programm recht flexibel und geben das dann immer so circa eine halbe Woche bis Woche vorher frei, was dann die nächste Woche passieren wird. Ganz kurz, welche Vorträge werden wir mit Stand jetzt haben? Wir werden einen Vortrag haben zum Thema, was ist guter Unterricht? Wir werden einen Vortrag haben, der uns damit befasst, wie entsteht eine kompetenzorientierte Unterrichtssequenz? Wir werden Beispiele für kompetenzorientierten Unterricht sehen. Wir werden Unterrichtswerke vorgestellt bekommen. Es wird letztlich dann eine Expertenrunde geben, wo wir noch Fragen stellen können. Und es wird auch einen Vortrag zu offenen Lizenzen geben, also wie man offene Materialien produzieren, finden und teilen kann. Und parallel dazu wird es auch so etwas geben, was wir nennen eine Spielwiese, ja, wo sich Christian Freisleben-Teutscher, ein Kollege auch aus Österreich, angeboten hat, Tools vorzustellen und mit den Teilgeberinnen und Teilgebern zu üben. Das wird es also auch noch geben und wo man Fragen stellen kann. Soweit mal ganz kurz von meiner Seite und ich übergebe weiter an Matthias Heil, der ein bisschen etwas zu unserem Stützpunkt, nämlich zu unserer Homepage openrally.de sagen wird. Okay, herzlich willkommen auch von mir. Ich hoffe, man kann mein Bildschirm sehen. Seht ihr den Blog? Kann ich was hören? Ich glaube, ich jetzt momentan noch nicht sehen.
Ein bisschen lauter solltest du sprechen. Reinhard, schiebst du den mal rein, den Blog? Doch besser. Okay, also ich bin Matthias Heil, ich bin Religionslehrer in Fulda. Ich bilde auch nebenbei noch einige Referendarinnen und Referendare aus, bin auch Seminarassistent. Und mein Hauptauftrag bei Open Rally ist es, den Blog openrally.de zu pflegen. Den seht ihr gerade eingeblendet. Ich darf euch da ganz kurz durchführen. Ihr seht hier oben rechts, seht ihr unsere sozialen Netzwerke oder da, wo vielleicht... Warte mal kurz, Matthias. Ich glaube, wir sehen nämlich gerade nichts, wenn ich den Chat richtig sehe und ich repräsentativ bin mit meinem Bildschirm. Nicht zu funktionieren. Typ, typ, typ. Jetzt? Jawohl, jetzt sehen wir es wieder. Jetzt sehen wir wieder was. Kann man mich auch hören? Ja. Wunderbar. Gut, also nochmal, das ist der Blog openrally.de. Ich will euch ein bisschen durchführen. Hier oben rechts in der Ecke sehen wir die Kanäle, die zu den üblichen sozialen Netzwerken führen. Ob ihr jetzt da seid oder ob ihr da reinschauen wollt, das ist euch überlassen. Ein bisschen Leben haben wir schon auf dieser Plusseite. Da sind aber vor allen Dingen so Planungsvorschläge bisher. Es gibt eine Facebook-Gruppe, da haben sich heute schon 12 von euch angemeldet, zu Twitter geht es hier über diesen Link und da könnt ihr die Beiträge, die mit dem Hashtag, also mit dem Schlagwort Open Rally, das Schlagwort erkennt man durch so ein Kreuz vor dem Open Rally. Diese Beiträge werden dann eingeblendet. Ich probiere es nochmal. Das ist aber schade. Fulda hat eigentlich schon gutes Internet. Jetzt ist er wieder da. Ja. Schauen wir mal, wie lang. Okay. Also, die sozialen Netzwerke. Der Timer zur Startsitzung ist abgelaufen. Hier in der Sidebar seht ihr also auch nochmal dann weiter unten die Twitter-Beiträge. Und dann könnt ihr euch orientieren hier oben in dieser Navigationszeile. Das Häuschen führt immer wieder auf die Startseite und auf der Startseite werden wir die aktuellen Beiträge, also auch dann, wenn die Input-Vorträge kommen, werden wir hier posten und auch aktuelle Nachrichten, wenn irgendwelche Highlights sind. In dem Bereich Überblick könnt ihr euch einen Überblick verschaffen über das, was wir eigentlich mit Open Rally bezwecken, was wir uns wünschen, was zustande kommt und ihr seht hier auch schon die Daten von diesem Kurs und je nachdem, wo ihr draufklickt, momentan ist die erste Beitrag oder ist die erste Woche vom Kurs schon online, seht ihr dann nähere Informationen dazu. Unter Live werdet ihr dann Möglichkeit haben, in dem Augenblick, in dem diese Veranstaltungen sind, dann auch dort live zuzuschauen. Wir werden also diese Inputs in Form von Google Hangouts on Air machen. Das heißt aber auch, dass die aufgezeichnet werden. Das heißt, man muss sich nicht direkt vornehmen, zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch einzuschalten. Man kann diese Inputs dann auch im Nachhinein zu den Zeitpunkten sehen, wo es einem am besten passt. Unter Anleitungen haben wir eine ganze Reihe an Tools, die vielleicht eine Rolle spielen können im Laufe des Kurses. Wir wollen ja nicht nur über Theorie sprechen, das auch. Aber wir wollen dann auch irgendwann sehr bald auch zur Praxis kommen. Ja, und ich denke, das ein oder andere könnt ihr da mitnehmen oder vielleicht können wir auch das ein oder andere von euch lernen. Beim Mitmachen ist gesammelt eigentlich alle Kanäle, auf denen ihr euch beteiligen könnt. Christian Stein wird gleich noch was Genaueres dazu sagen. Alles auf einen Blick ist die Grafik, die wir eben schon gesehen haben, der Beitragsmixer. Dort werden dann Beiträge, die an allen Ecken und Enden des Netzes auftauchen können, gesammelt, damit sie auch genug Aufmerksamkeit bekommen und dass andere Teilnehmende dann auch sich nicht irgendwo im Netz durchklicken müssen, sondern hier auf der openrally.de-Seite alles gesammelt sehen. Wenn euch selbst was auffällt, ja, was uns durch die Lappen geht, könnt ihr das, uns darauf aufmerksam machen, indem ihr diese Seite Blog Beitrag melden aufruft.
Die Weihnachtsklappe werden wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer besprechen, was das ist. Und auch das Musikprojekt werden wir vielleicht noch mal ansprechen. Weitersagen: Unter dieser Seite verbergen sich dann der Fond, auch ein paar Grafiken, ein paar Videoclips, mit denen wir auf Open Rallye aufmerksam gemacht haben und weiterhin aufmerksam machen. Wenn ihr also Lust und Interesse habt, noch Bekannte anzusprechen, findet ihr hier Material, mit dem ihr das machen könnt. Da ist dann auch ein Flyer oder sowas dabei. Weihnachtsmarkt ist eine besondere Sache. Wer sagt dazu noch was später? Schauen wir mal. Und dann das Impressum. Ja, so viel erstmal zu dem Blog. Es ist sozusagen die Zentrale, ja, des MOOCs. Und wer also eine erste Anlaufstation braucht, der ist hier richtig. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Der Blog hat auch den Vorteil, dass er einfach ganz öffentlich zugänglich ist. Ihr braucht euch nirgends anmelden, Benutzerkonten erstellen oder irgendwelche Zugänge legen, sondern ihr könnt euch da durchklicken und mit den ganzen Dingen erstmal vertraut machen, um dann zu überlegen, was ihr genau tun wollt. Wie kann ich denn aktiv werden, Christian? Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Christian Stein. Ich bin Dozent an der Uni Frankfurt im Bereich Theologie. Erstmal habt ihr grundsätzlich die Möglichkeit, natürlich bestehende Blogs und eventuelle Kanäle, die ihr schon nutzt, einfach weiter zu benutzen, wenn ihr das möchtet. Aber ihr habt natürlich auch jedes Mal, jede Woche die Möglichkeit, den Wochenartikel quasi, wo wir das Material bereitstellen, dann auf Open Ready. Dort könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt euch aber auch gerne selber einen neuen Blog anlegen. Ihr findet auf Open Ready verschiedene Anleitungen dazu. Der Matthias hat es ja eben schon gesagt. Ihr könnt euch bei RPI Virtuell einen Blog anlegen oder bei WordPress oder wo auch immer ihr wollt. Wenn ihr so einen Blog euch anlegt oder eben schon einen bestehenden weiterpflegt, dann tragt euch doch bitte in den Beitragsmixer ein, dann kriegen wir das nämlich auch mit. Das ist sowieso ganz wichtig, egal wo ihr eure Beiträge publiziert oder sammelt, bitte teilt es uns mit. Dazu könnt ihr, wie gesagt, den schönen Beitragsmixer nutzen oder auch einfach eine E-Mail schreiben. Das findet ihr alles bei unter. Na, wo habe ich es denn jetzt? Unter Mitmachen findet ihr auch die Adresse. Nein, findet ihr nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, beim Überblick gibt es Fragen und Antworten. Da gibt es auch den Absatz, wie kann ich aktiv werden? Und dort findet ihr eine E-Mail-Adresse, beitrag.openrally@matthiasheil.de. Wenn ihr dort eine E-Mail hinschickt, wird die quasi auf Open Rally als Blogbeitrag veröffentlicht. Ja, soweit erstmal von mir. Habe ich jetzt was vergessen? Nein, das sind erstmal die grundlegenden Sachen, so für den Einstieg. Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Olaf Richter. Ich bin Religionslehrer am Einstein-Gymnasium in Kehl und sage etwas zu den Zielen von Open Rallye. Jeder hat natürlich ihre eigenen Ziele und mir ist wichtig der Austausch mit anderen über eben den kompetenzorientierten Religionsunterricht. Und zum anderen natürlich auch etwas mitzunehmen vom Thema Menschwerden. Das ist ja sehr offen, Richtung Anthropologie auf der einen Seite, Weihnachten auf der anderen Seite. Kompetenzorientiert, das kommt in unserer Schullandschaft sehr häufig vor, mit vielen Fortbildungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viel Verunsicherung. Und die Frage, wie setze ich das konkret in meinem Unterricht um? Und deshalb ist mir die Verschränkung von Open Rallye sehr wichtig, von Theorie und Praxis. Einerseits eben Ansätze kennenzulernen, gute Erfahrungen, die andere gemacht haben,
gespiegelt zu bekommen, davon zu profitieren und zu überlegen, wie ich das für meine Klasse umsetzen kann. Und da sind wir dann eben beim Material auch, eben gemeinsam Material zu erstellen, voneinander zu profitieren, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das können Links sein, das können einzelne Sequenzen oder ganze Unterrichtsentwürfe sein oder Bilder, Beispiele. Also das ist relativ offen. Ich finde es ganz wichtig, auch unser Format, dass es eine offene Sache ist, dass es kein fertiges Programm ist, dass es zwar einzelne Beiträge schon fertig sind, aber dass man eben aktiv teilnehmen kann und sich dadurch das Programm auch verändert. Und mir ist eben ganz auch wichtig, eben, dass ich hier durch dieses Open Rally nicht mehr als Lehrer ein Einzelkämpfer bin, sondern dass ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammen vernetzt bin und wir uns gegenseitig unterstützen können. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Also was da nochmal deutlich geworden ist durch deinen Beitrag gerade eben ist Open Rally, ist eigentlich das, was du daraus machst und das, was ihr daraus macht. Wenn ihr euch zu Wort meldet, wer im Chat gerade eine Frage gestellt hat, hat es schon am eigenen Leib erfahren. Da haben sich sofort im Hintergrund Privatchats ergeben und ihr seid unterstützt worden und habt Hilfe gefunden. Und genau das Gleiche passiert hier auch jetzt im Gesamten dieses Kurses. Also da, wo ihr euch meldet und Bedürfnisse äußert, da werden wir im Orga-Team und alle Mitarbeitenden versuchen, die Dinge vorzubringen. Wir sind also bei der Kompetenzorientierung jetzt im Anfang noch in unserer Bedarfserhebung und erheben hier die, wie nennt man das, eine Lernausgangslage. Wir sind eigentlich bereit, jetzt hier vom Leitungsteam nicht irgendwie was voranzubringen, was nachher keinen interessiert, sondern vor allem was zu eurer Lernausgangslage passt. Und dafür haben wir uns verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten auch überlegt und die stellt jetzt nochmal der Reinhard vor. So, ich bin wieder online. Ja, zunächst einmal denke ich, die erste Unterstützung ist, wie es der Jörg schon angedeutet hat, die Open Rally Gemeinschaft. Ja? Also wenn es vor allem um Inhalte geht, ja? Dann poste einfach mal deine Frage oder einen Hilfeaufruf oder was immer, ja, auf einen der möglichen Wege, die wir hier anbieten, ja, das wäre mal eine Möglichkeit. Ja. Für die Phase des Selbsthandanlegens, dann in der, ich glaube, 5. bis 8. Woche, ja, gibt es auch dann die Möglichkeit eines Coachings und Feedbacks von einer Expertin, von der Frau Dr. Ingrid Griller-Hollinger, einer Buchautorin, die ein kompetenzorientiertes Unterrichtswerk geschrieben hat. Die hat sich zur Verfügung gestellt, dass man sie anmelden kann und nachfragen kann und ihr Dinge schicken und Feedback holen kann. Für technische Hilfe gibt es zunächst mal unsere Anleitungen. Ich klicke da mal mit dem Pfeil hin. So. Also, da gibt es einerseits die Anleitungen, dann natürlich auch die Technikspielwiese, die ich vorher schon erwähnt habe, ja, wo verschiedene Tools vorgestellt werden. Ihr könnt uns aber natürlich auch Anfragen und Hilferufe per Kontaktformular schicken, beziehungsweise auch die RP Virtuell Service Nummer, die dann direkt weitergeleitet wird zu einem von uns, sodass wir auch direkt telefonisch Antwort geben können. Ja, Jörg, ich übergebe an dich, dass du uns ein bisschen etwas sagst, was kann ich denn mitnehmen von Open Rally? Ja, was kann ich mitnehmen? Hier gibt es im Chat zum Beispiel schon die Herausforderung, mal den Kompetenzbegriff zu hinterfragen. Diese Diskussion miteinander zu führen und auch ein bisschen tiefer zu gehen, das wäre etwas, was ich mitnehmen kann, ganz inhaltlich, als derjenige, der da sich daran interessiert. Es sind auch Materialien, die hier gemeinsam erstellt werden, die schon zur Verfügung stehen und Schritt für Schritt hier auch freigeschalten werden für den Kurs, aber eben auch Materialien, die wir gemeinsam miteinander kollaborativ erstellen werden und die dann anschließend zur freien Verwendung für jeden zur Verfügung stehen. Es sind auch Teilnahmebestätigungen, die wir euch anbieten können. Ganz neu sind sogenannte Badges, dass also Kleinstaufgaben schon mit kleinen Zertifizierungen ausgezeichnet werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr dann in Woche 2 und 3.
Und es gibt das Angebot von der Kirchlichen Hochschule in Wien, dass ihr auch ein Zertifikat bekommt. Für die Österreicher ist das sowieso interessant, aber so wie ich dich verstanden habe, darf sich da jeder dieses Zertifikat abholen und auch dafür gibt es dann eine Anerkennung. Soweit mal ein paar Benefits. Aber was ihr mitnehmen könnt aus diesem Kurs, liegt vor allem in erster Linie jetzt in eurer eigenen Hand, wie sehr ihr euch einbringt und wie sehr ihr euch auch zu erkennen gebt. Und deshalb ist es wichtig, dass sich jeder, der sich jetzt hier auf der Karte eingetragen hat und alle anderen, die sich auch die Aufzeichnung dann anschauen, irgendwie zu erkennen gibt mit eurem Interesse, weshalb ihr hier mitmacht, was ihr hierbei lernen wollt und was für euch denn am Ende des Kurses oder während dem Kurs hierbei rauskommen soll. Und dafür haben wir versucht, die Hürde möglichst niedrig zu halten. Ihr könnt also, wenn ihr schon ein bisschen versierter seid mit dem Internet, in einem eigenen Blog eure Beiträge posten und euch mal vorstellen mit euren Interessen, weshalb ihr hier dabei seid, sei es aus dem Schulunterricht heraus oder aus einem ehrenamtlichen Interesse in der Kirchengemeinde, wie auch immer, was euch hier motiviert hat, an dem Kurs teilzunehmen. Macht es einfach publik und macht euch selbst sichtbar. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an beitrag.openrally@matthiasheil.de. Das ist die einfachste Möglichkeit, in den Betreff euren Namen rein und in den Text der E-Mail die Dinge, die ihr mitteilen wollt, dann landet das sofort auf openrally.de im Blog und andere Leute können sich auf euch beziehen und mit euch in Kontakt treten und dann die Dinge weiterbringen. Und was wir euch auch noch anbieten, ist eine Webseite, ein sogenanntes Thimble. Das findet ihr unter einem Kurzlink, den ich jetzt gleich hier auch noch in den Chat poste. Da haben wir einfach eine Seite vorbereitet mit einem Profil, die ihr remixen könnt. Also eine Ausgangsseite mit einem Profilbild und einer Selbstbeschreibung und ein paar Blanko-Dingen. Und die könnt ihr einfach ersetzen, so dass es zu euch selbst passt und es wieder selber veröffentlichen, damit wir hier diese Kennenlern- und Begrüßungsrunde in der ersten Woche miteinander vorantreiben können. So weit mal. Und jetzt schauen wir mal in den Chat rein. Ihr habt ja auch alle mitgelesen. Es gab schon ein paar Querfragen. Jetzt eröffnen wir mal die Diskussionsrunde und geben Platz für Rückfragen und für Anfragen. Die E-Mail-Adresse. Jawohl, die stellen wir gleich nochmal in den Chat rein. Beitrag.openrally@matthiasheil.de. Gibt es sonst noch Fragen oder ihr anderen Moderatoren? Ihr habt jetzt besser den Chat im Blick gehabt, was gerade auch noch zur Frage stand. Mirjam fragt, ob sie sich alles mitschreiben muss oder gibt es die Sachen auch als Protokoll? Die ganzen grundlegenden Informationen, die wir gerade so rausgehauen haben, die finden sich alle auf openrally.de. Außerdem zeichnen wir hier ja auch alles auf und machen es dann danach online verfügbar. Sich selber ein paar Sachen mitschreiben schadet bestimmt nicht, aber man muss da jetzt nicht die ganze Zeit sich den Schreibkrampf holen, würde ich sagen. Ja, und wir versuchen die Dinge auch zusammenzufassen. Das heißt, es gab jetzt wenige Newsletter in der letzten Zeit. Jetzt wird es die im Tagesrhythmus vielleicht sogar geben, je nachdem, wie aktiv ihr seid und was ihr alles an Beiträgen erstellt. Also morgen wird sicherlich schon der erste weitere Newsletter rausgehen, der dann die Aufzeichnung von dieser Session hier, von dieser Videokonferenz zur Verfügung stellt und in dem dann alle wichtigen Links, die heute vorgestellt wurden, auch nochmal aufgeführt sind und zusammengefasst sind. Mein Name ist Hab und Lenhard, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Ist das Mikrofon ja, freigeschaltet? Dich. Ah ja. Hatten dich. Ich ja, wir haben dich gehört. Ich befasse mich schon etwas länger mit dem Thema kompetenzorientiertem Religionsunterricht. Und ja, also ich bin schon länger an diesem Thema. Hartmut Lenhardt, wir hören dich nicht. Mal dran. Ich sage mal so viel dazu. Hartmut Lenhardt hat uns auch würde zunächst Beitrag eigentlich oder wird uns Beitrag zur Verfügung stellen. Ja, welche Erfahrungen die Teilnehmer und vielleicht wieder auch bei der Expertenrunde. Teilnehmer mit Kompetenz.
orientierten Religionsunterricht gemacht haben, beziehungsweise wo sie die entscheidenden Probleme sehen. Ich glaube, es ist nicht so besonders sinnvoll, so querfeldein zu diskutieren und alles Mögliche aufzuschreiben, sondern mich würde, wie gesagt, interessieren, was für Erfahrungen liegen denn eigentlich schon vor. Zeitversetzt. Da scheint vielleicht auch die Internet. Zwar ganz praktische aus dem Religionsunterricht selber. Mittlerweile ist es ja so, dass doch fast alle Bundesländer in Deutschland Lehrpläne haben und neben kompetenzorientiert abgefasst. Obwohl natürlich das äußerst groß ist. Und die kommt man sozusagen vor Ort in dem konkreten Religionsunterricht überhaupt mit diesen Problemen zur Rande. Das wäre jetzt erstmal meine zentrale Frage. Ja, gut, ich habe hier keine besonders große Bandbreite. Gut, wer Abdul Lena noch nicht kennt, ich habe einen Link hier in den hat auch Kompetenzorientierung und macht einen Impuls dann in der dritten Woche. Der Ton immer ein bisschen abgehackt, sodass wir da auf jeden Fall noch kriegen müssen, bis dann in der dritten Woche dieser Impuls kommt. Und dein Interesse, zusammenzufassen, was überhaupt jetzt von euch verstanden wird und wie ihr konkret kompetenzorientiert oder was für Vorerfahrungen da schon da sind. Also vielleicht diese Anfrage von dieser Vorstellungsrunde, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr mit kompetenzorientiertem Unterricht diejenigen, die hier leben. Vielleicht noch ein Entschuldigen, weil meine Webcam hat sich auch nicht nochmal starten, kann er bevor ich da ganz es gibt ja auch einige Teile, die nicht direkt in der Schule sind und die so aus ihrer Erfahrungswelt zu erzählen, teilhaben zu lassen, reich für gute. Also fühlt euch bitte nicht ausgeschlossen, vernetzt euch
und lasst uns auch von euren Genau, und weil es gerade jetzt auch so einen Touch bekommen hat von dem schulischen Religionsunterricht und der Kompetenzbegriff so oft gefallen ist, unser Grundanliegen ist einfach auch Menschen in der religiösen Bildung hier miteinander zu vernetzen und miteinander Ideen auszutauschen. Und die können genauso gut auch Entwürfe sein für einen Kindergottesdienst, für die nächste Gruppenstunde oder überhaupt für die Frage, wie ich ehrenamtlich oder in der außerschulischen Jugendbildung miteinander religiöse Bildung organisiere und vor allem, was das Internet dann dabei für eine Rolle spielt. In diesem Kurs habt ihr ja nicht unbedingt so viele Impulse von uns, die ihr abarbeiten müsst und zusammenfassen, sondern vor allem die Herausforderung, selber aktiv zu werden. Deshalb nochmal die Betonung, meldet euch, werdet irgendwie sichtbar und stellt eure Fragen und bringt euch ein. Im Chat wird schon kräftig diskutiert. Wollen wir das jetzt gleich nochmal aufnehmen? Also ihr stellt euch ja da schon gerade ein bisschen vor. Ja, ich habe das Gefühl, es wird im Chat ziemlich schnell unübersichtlich, weil es einfach so schnell geht. Das lässt sich wahrscheinlich im Blog und dann mit Kommentaren wesentlich leichter und besser diskutieren. Also vielleicht wirklich diesen Vorschlag vom Jörg aufgreifen, bei der Vorstellung ein bisschen was dazu sagen, wo steht ihr gerade, was sind eure Erwartungen, mit wem würdet ihr euch gerne vernetzen. Ich glaube, das gibt die Möglichkeit, dass wir einander dann finden können und in die Kooperation dann reinkommen. Aber wir gehen sie auch ganz gemächlich an, also fühlt euch bitte nicht gestresst. Ja? Wir haben die erste Woche bewusst Aufwärmen genannt. Hier geht es einfach mal darum, sich bekannt zu machen, sich kennenzulernen. Und in der zweiten Woche gehen wir es dann schön gemütlich mal an zur Frage, was ist guter Unterricht? Ja, da lässt sich sicher über Kompetenzorientierung auch schon ein bisschen diskutieren, bevor wir dann ab der dritten Woche so Richtung kompetenzorientierter Unterricht auch ein bisschen hineinkleiden. Ein Ziel dieses Kurses ist es ja, oder das Ziel ist es, dass wir einfach gemeinsam was produzieren. Ja? Und wie der Joachim richtig gechat hat, ja, es gibt wahrscheinlich so viele Ideen, wie hier Teilgeberinnen sind. Aber trotzdem, das Spannende ist ja, glaube ich, dass wir das dann miteinander teilen können, was jeder von uns fabriziert.
und nicht jeder bei Null anfangen muss und das Rad neu. Darf ich nochmal auf die Frage von Lenhard eingehen? Ich denke, wir müssen es dann eher auf unsere Schüler und unsere Klassen, das ist der Gegenstand und die Menschen, mit denen wir arbeiten, zustimmen. MOOCs. Wie Kompetenzorientierung wollen wir die Diskussion nicht abschwächen an dieser Stelle. Wir haben bloß nicht mehr jetzt in dem Video auch zur Verfügung, mit denen wir weiterführen können. Das ist hier mit der Module kann man sagen, auf das eine ist, oder auf Twitter. Man kann sich Material runterladen benutzen, oder auch Rally, einstellen. Wer einen und Zugang das andere da hat, kann ist, man tun. Kann oder sozusagen versuchen, auf der OpenRally.de Seite die Möglichkeit, dass ihr da einen Blogartikel dann kommentieren könnt. Dazu gibt es Vorlagen. Gespräch kommen. Und diese Vorlagen, die sind durchaus als Herausforderung gedacht. Das heißt, da wird so ein Modell von Kompetenzorientierung zugrunde gelegt und es ist dann auch sehr spannend, ob man das Gefühl hat, da finde ich mich wieder oder das ist es nicht so. Genau, also, und loggt euch einfach ein, bei API Virtuell gibt es einen Raum zu Open Rally. Da, wo eure Kommunikation am liebsten läuft, da könnt ihr sie auch führen. Und wir führen sie dann immer wieder zusammen und informieren euch, wo gerade zu welchem Thema. Also bitte habt den Mut, Fehler zu machen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute in dieser ersten Dreiviertelstunde dabei wart. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Und die sich jetzt mit uns auf den Weg machen. Wir freuen uns riesig. Viel Spaß und euch allen einen schönen Abend heute noch.